herzlich willkommen hier zum 10. Health Media Award im beeindruckenden Wallraf-Richarts-Museum in Köln. Beworben mit unserem Fachkatalog und wir möchten damit zeigen, dass in der digitalen Welt, in der wir uns befinden, auch der analoge Katalog eine Zusammenführung ist zwischen Menschen, Persönlichkeiten berühren und ja, in die verbale Kommunikation kommen. Das ist der Katalog, den wir in 3 Sprachen veröffentlichen bisweilen, in Englisch, Deutsch und Französisch, demnächst in Ungarisch, und wir breiten uns aus und arbeiten für die Schweiz, für Österreich. Heute Abend feiern wir also die Helden in der Gesundheitskommunikation, ihre heldenhaften Leistungen. Und dafür steht er, der Health Angel. Ja, liebes Publikum, hallo, hier ist Barbara Schöneberger. Ich weiß doch ganz genau, warum Sie heute hier sind. Es geht um den Health Media Award. Es geht um Nachhaltigkeit und hochwertige Naturprodukte, meine Damen und Herren. Das ist Ihr Applaus, das ist Ihr Award. Und Blümchen gibt es natürlich auch noch. Erzählen Sie mal ein bisschen was zu sich. Wie funktioniert das jetzt? Das sind also besonders tolle Wirkstoffe. Muss man die prophylaktisch nehmen? Kann man die vielleicht aber auch ja, mit der herkömmlichen Medikation eben kombinieren? Wie muss ich das verstehen? Ja, das ist der Grundansatz von EthnoHealth. Also eigentlich uralte Rezepte, die immer schon seit Jahrtausenden bestehen, in eine Form zu bringen, die heute für jede Frau, jeden Mann zugänglich sind. Und natürlich, prophylaktisch arbeiten ist immer eine Empfehlung. Also bevor sich etwas tut, sollte man etwas machen. Gucken Sie mal auf die Wand. Wir haben da noch was für Sie. Ein persönlicher Gruß vom Chef. Liebe Health Media Award Jury, liebes Publikum, wie ihr erkennen könnt, bin ich nicht in Köln. Es war von langer Hand geplant, dass ich mit meiner Familie mir eine kleine Auszeit gönne in Südeuropa. Und wenn alles gebucht und geplant ist, erwartet ja auch keiner, dass auf einmal jemand anruft und sagt, hey, ihr seid nicht nur nominiert für den Health Media Award, ihr habt das Ding sogar gewonnen. Das ist natürlich mega, aber sowas kannst du vorher nicht planen. Dennoch möchte ich hier an dieser Stelle nicht versäumen, mich zu bedanken bei all den Menschen, die dazu beigetragen haben, unsere ganze Kreativität, unsere Inspiration, unsere verrückten Ideen auch letztendlich in die Praxis umzusetzen. Von dieser Seite aus auch ganz großen Dank an Andreas Binninger, auch an die Jury. Wir sind einfach ungewöhnliche Wege gegangen. Das wollen wir weiter tun. Mit euch zusammen. Lasst euch feiern. Tschüss. Servus. Und einen besonderen Dank und Applaus für unsere fantastische Moderatorin Susanne von Hopfgarten. Ein ganz tolles Gefühl, ein sehr stolzes Gefühl, und wir fühlen uns wirklich geehrt und für unsere Arbeit sehr gewertschätzt.